Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja, wir sind heute wieder im ETS 2 unterwegs, im Multiplayer auf Simulation 1 und wir fahren heute von Rotterdam nach Osnabrück. Wir haben 18 Tonnen geladen und zwar Hüttenkäse. Ja, Rotterdam ist ziemlich voll. Es sind jetzt gerade 46 Spieler. Ich nehme das Ganze jetzt am Donnerstagabend auf. Ja, da konnte einer schon mal nicht das fahren. Also es ist auf jeden Fall der Server ziemlich voll. Ja. Mehr wie 3000 Spieler auf jeden Fall sind droben. Wenn er mal fahren würde. Genau, das zu denen. Ja. Die ganze Strecke wird ziemlich voll sein. Ich bin gerade auch schon Duisburg-Calais gefahren. Da ist auch ziemlich viel los. Genau. Ja, 50 Leute. In Osnabrück werden es genauso viel sein. Und ja, wir fahren heute natürlich wieder nach STVO. Ja. Ansonsten, wenn ihr in ETS 2 eine Spedition sucht, könnt ihr gerne zu Darkstreet Logistik kommen. Wir fahren über SpeedV, das heißt für euch auch, ihr müsst euch über SpeedV bewerben. Einfach dort Darkstreet RP eingeben. Nicht Darkstreet RP, sondern Darkstreet Logistik. Da einfach die Spedition, da gibt es nur die eine, da eine Bewerbung schreiben. Am besten mit dazu schreiben, damit ihr von mir kommt, also vom YouTube-Video. Genau. Dann werdet ihr auf jeden Fall angenommen. Und dann müsst ihr eigentlich nichts mehr machen. Dann werden wir euch einen Discord-Server-Link zuschicken. Dort müsst ihr ganz einfach ja, dann drauf joinen und dann könnt ihr schon mit uns seid ihr in unserer Spedition und könnt mit uns fahren. Genau. Ansonsten, wenn ihr eher Lust habt auf ein LS19 Projekt auf der Schwarzingen, könnt ihr auch da gerne vorbeischauen. Dazu einfach den Discord Link in der Videobeschreibung antippen. Dann da drauf gehen, dann schreiben, damit ihr gern bei den LS19 Projekt auf der Schwarzinge mitmachen wollt. Ja, dann werdet ihr dort an. Dann wird euch ein TS3 Server Link zugeschickt. Eine TS3 Server IP wird euch dann zugeschickt. Ja, das Auto von mir, keine Ahnung, was das fährt. Auf jeden Fall wird euch dann ein TS3 Server IP zugeschickt. Da müsst ihr dann drauf. Und dann könnt ihr auch dort schon mitmachen. Dann müsst ihr euch noch ein paar Mods runterladen. Das sind ca. 5 GB Mods. Und dann könnt ihr schon mitspielen. Ja, wenn das Auto jetzt mal nicht schneller fährt, dann... Was macht denn das Auto da? Ich verstehe es nicht. Ja, ich kapiere nicht, was die machen. Auf jeden Fall wollen die mich nerven oder so. Keine Ahnung. Wollen Stau erzeugen. Keine Ahnung, was die machen wollen. Ja, jetzt ist da noch einer daneben reingescheppert. Ja, das ist auf jeden Fall schon wieder eine schöne Folge. Die werde ich jetzt auch alle einschicken. Also, deswegen sorry, damit ich jetzt den Chat öffne, aber ich muss jetzt die IP schreiben. P Info und dann erstmal die 1286. Dann Videoclip speichern. So, dann habe ich schon mal die aufgenommen. Die anderen fahren jetzt, keine Ahnung, was sie jetzt hatten. Wollten mich nerven, keine Ahnung. Wollten uns nerven, weil neben mir ist ja auch einer. Keine Ahnung, was sie machen wollten. So, dann fahren wir jetzt auf jeden Fall wieder mit 80 weiter. Gerade waren es nicht ganz 80. Jetzt sind wir zu schnell. Ja, und übrigens, Torkas MP hat jetzt ein Update rausgebracht. Man kann jetzt auch Radio hören. Es gibt jetzt von Torkas MP einen Radiosender.
Den kann man hören. Den schalte ich aber jetzt nicht ein. Ja, die Autos machen da Faxen, aber ne. Schon wieder. Den schalte ich zwar nicht ein, aber... Ja, Marcel hier, oh Gott, ich sehe nicht mal durch. Ja, aber wenn man jetzt hier so drauf geht, man kann den natürlich einschalten. Nee, meistens mein Bruder, deswegen heißen wir beide Marcel. Ja, und da sieht man dann, was läuft. Ich schalte sie jetzt nicht ein, weil sonst würde ich einen Copyright Strike bekommen wegen den Liedern. Genau, das aber jetzt mal zu denen. Das ist jetzt heute, also am Donnerstag rausgekommen, der Radiosender. Man kann sich ja auch da Liederwünsche wünschen, Lieder wünschen und auch irgendwie, wenn der Verkehr nicht flüssig läuft, keine Ahnung, irgendwie Verkehrsmeldungen schicken. Und heute fahren die schon wieder sehr, sehr gut. Also sorry für die wo jetzt das Video schauen, aber heute fahren die echt sehr gut. Ich weiß nicht, was die Autos da dauernd machen. Die anderen LKWs fahren auch wie keine Ahnung was. Ja, heute ein bisschen mehr Action. Ja, da liegt jetzt ein LKW, auch gut. Dann tun wir mal Warnblinker rein. Und dann warten wir jetzt mal. Die Autos blockieren jetzt da, oder was? Ja, ich fahre jetzt auch auf der Seite vorbei. Weil ich will jetzt das Video nicht zu... Ich will jetzt, damit das Video nicht zu lang wird. So, dann fahren wir jetzt so. Zack, zack, zack. So, dann sollten wir von den schlauen Fahrern vorbei sein. Und sollten jetzt in Ruhe weiterfahren können. Ja, hier ist 50, wir fahren aber ein bisschen schneller. Weil sonst das Video echt zu lang wird. Ja, der Horns. Irgendwie gefällt mir der Horns auch nicht. Naja. Dann haben wir jetzt gleich 80 km/h. Und ja, dann fahren wir jetzt noch die 180 Kilometer gechillt weiter, hoffentlich. Ohne solche Autos, wo blockieren, und ohne LKWs, wo rumliegen. Ja. Ja, übrigens, für alle, die uns interessiert, in Osnabrück ist auch meine Main Garage, also meine Hauptgarage. Und ja, wegen dem, wegen die DLCs und so weiter, Tuning Packs und so weiter, da kommt nächste Woche wahrscheinlich ein Video. Wann, weiß ich noch nicht. Ich habe es auch jetzt noch nicht aufgenommen. Wird ja so, ja, nächste Woche auf jeden Fall kommen. Und ja, eventuell bin ich heute Abend live, das weiß ich aber auch noch nicht sicher. Auf jeden Fall dafür Glocke aktivieren, Abo da lassen und liken, damit ihr die Streams nicht mehr verpasst. Links halten und dann bleiben sie immer geradeaus. So, dann einmal links rüber. Immer geradeaus. Ja, das passt irgendwie auch schön, weil schön zum Samstag ein etwas längeres Video. Und ja, bisschen anderes Video wie sonst. Sonst fahren wir einfach ganz normal im Multiplayer. Heute haben uns die Autos geblockt, dann war der LKW quergelegen und so weiter. Es ist auch irgendwie noch sehr, sehr viel los auf den Servern. Dafür, dass jetzt, also ich nehme das Video jetzt am Donnerstag auf. Donnerstag, es ist gerade 23.45 Uhr. Ja, dafür ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los noch auf den Servern. Genau. Das Video kommt aber jetzt, also am Samstag. Genau. Hat einfach den Grund, weil ich am Freitag jetzt nicht daheim bin. Und ja. Deshalb nehme ich es jetzt schon mal auf.
Freitag bin ich nicht daheim. Samstag könnte ich zwar in der Früh aufnehmen, aber ja. Jetzt hatte ich jetzt auch noch Zeit. Und dann ist am Samstag nicht so stressig mit Video aufnehmen und so weiter. Also, wie viel Sprit haben wir eigentlich noch? Ja, okay, 1290 Kilometer. Und wir haben jetzt auch schon die 180.000 Kilometer geschafft. Wir werden bald die 200.000 Kilometer droben haben. Bisschen noch fahren, dann haben wir die auch. Für alle, die wo sich jetzt denken, ist fake, habe ich irgendwie über Save Game oder über Save Edit gemacht. Stimmt auf jeden Fall nicht, weil ich kenne mich mit den Save Editing oder den Save, keine Ahnung wie das überhaupt heißt, kenne ich mich eigentlich gar nicht aus. Ich habe das auch noch nie probiert mit den Lichtern oder so. Wollte ich zwar mal probieren, aber war mir dann irgendwie ein bisschen zu kompliziert. Deshalb ja, ich habe da nichts rumgestellt, die bin ich so gefahren. Ja. So, dann haben wir jetzt noch 90 Kilometer bis nach Osnabrück. In Osnabrück wird dann wieder mehr los sein. Ja, wie schon gesagt, der Radio kann man jetzt da. Ist ja die Einstellungen und daneben ist der neue Radio. Der ist übrigens Drakas FM Radio. Da, wenn man jetzt drückt, sieht man auch, welches Lied gerade läuft. Das kann man bei Radios einstellen. Ich habe es natürlich jetzt aus. Ich habe die normale Musik bei mir. Weil sonst bekomme ich einen Copyright Strike. Ja, das will ich einfach nicht. Deshalb, ja. Ihr könnt den Radio gerne austesten, ausprobieren. Ich habe den heute auch schon probiert. Es kommt jetzt nicht die beste Musik, aber man kann sich den schon mal gönnen. Und von allem, da kommen auch Warnungen, wo viel los ist. Wo man am besten noch nicht hinfahren sollte. Und man kann sich Lieder auch wünschen. Genau. Das zu denen. Okay, jetzt schaue ich mal, wie viele Leute am Server sind. Okay, es sind gerade 3238 noch am Server. Für das, dass Donnerstagabend ist. Damit schon fast 12 Uhr ist in der Nacht, sind auf jeden Fall schon noch sehr viel droben auf die Server, also auf den Server. Ja. Ja, und ich habe jetzt auch gesehen, wir sind kurz vor den 200 Abonnenten und fehlen jetzt noch genau 20 Abonnenten. Dann haben wir schon die 200 Abonnenten geschafft. Ist auf jeden Fall schon mal ein großes Ziel. Also mein nächstes Ziel, oder mein großes Ziel, ist auf jeden Fall die 1000 Abonnenten irgendwann mal zu schaffen. Wäre auf jeden Fall so mein Ziel. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Deshalb, wenn euch das gefällt, gerne ein Abo und ein Like da lassen. Würde mich sehr, sehr unterstützen. Ja. Und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos verpasst, keine Streams verpasst. Und übrigens, Videos kommen jeden Tag um 16 Uhr, außer sonntags, da kommt gar nichts. Genau.
biege nach rechts ab. So, dann jetzt rechts. Wow. Rein. Usasa. Bisschen zu schnell. Aber hat's hingehauen. So, dann schauen wir mal, wie viele Spieler da sind. 14, okay, das geht eigentlich noch. Im Verhältnis zu Rotterdam, da waren sie auf 50 Spieler. Das geht eigentlich noch. Oh, und wir sind schon wieder zu schnell. So, dann einmal links rüber schon mal. Okay. 19 Spieler, ja, geht eigentlich auch noch. So. Immer geradeaus. Dann warten, bis die Ampel grün wird. So. Dann jetzt links rein. Gleich. Links abbiegen. So. Dann hier rein. Und rein. Oh. Ja, dann würde ich auch sagen, was ist mit diesem Video? Heute ein etwas chaotisches Video gewesen. Ja, wenn es euch gefällt, gerne Abo und Like da lassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Das, wo am Montag kommt. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.